Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Da bin ich wieder zurück und ja, es ist geschehen. Wir haben den Part gesplittet. Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, nein, ich mache das nicht und so. Aber ich glaube, der Dungeon, der geht hier noch ein Weilchen. Von daher, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal runter. Nicht ins Loch, sondern erstmal hier rein. Ich weiß nämlich nicht, ob wir so schnell wieder rauskommen, wenn wir einmal im Loch drin sind. Deswegen machen wir lieber das hier zuerst. Können wir jetzt mal mit dem Dungeon-Item. Ist ja kein Ding. Und Riesling. Die Steuerung ist so scheiße. Sie wäre halt besser, ne? Sie wäre besser, wenn ich den Bumerang auf Dreieck lege. Dann wäre sie besser, weil dann kann ich auch mit dem Joystick gut lenken. Weil wenn ich es aber auf X drücke, ja, auf X gedrückt lasse, quasi, dann ist nicht so gut. Oder ich mache auf Halten, ne? Ist ja vielleicht auch eine Idee, dass ich C-Modus auf Wechseln mache. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Sache. Ich bin halt immer gewohnt, ich habe es halt immer gespielt, dass ich halt halte, ne? Aber gut, dann machen wir es mal anders. Dann können wir jetzt auch den Gyrosensor wieder ausmachen. Gut. Und dann können wir das nämlich doch wieder so hinlegen, wie es eigentlich war. So. Okay, wir sind soweit. Wie dazu. Oh Gott, was geht jetzt hier ab? Ach so. Na dann. Warum legt er sein Schwert weg? Link, wie kämpfst du, ey? Habe ich mich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert? Wird trotzdem belohnt mit einer Truhe. Reicht auch. Reicht auch. Und wieder ein Glücksamulett. Ah, ich glaube, das lohnt sich. Der Loot ist Wahnsinn, ne? Hier gibt es gar keinen Loot. Aha, okay. Hier will ich jetzt eigentlich noch gar nicht so hin. Wir haben noch gar keinen Masterschlüssel. Aber schon mal gar nicht so schlecht, dass wir hier auf jeden Fall schon mal sind. Haben wir das auch schon mal gesehen. Dann bring mich mal in den zweiten Raum. Aus deinem Ernst, jetzt lass doch mal los hier. Hier ist das Problem jetzt wieder mit Halten, ne? Ich komme jetzt nicht mehr aus diesem Visiermodus raus. Da hält jedes Mal irgendwas Neues an. Wie sieht man Link jetzt peinlich? Oh, ist das ätzend, ey. Ja, danke. So geht's auch. Ich muss es doch wieder ausstellen mit dem Halten, ey. Das ist richtig nervig mit Gegnern, ne? Ich habe gerade gesehen, ich kam gar nicht klar. Warum macht denn das Spiel jetzt so ein Problem, ey? Krass, ey. Na gut, dann mache ich den Sensor doch wieder an. Den Zielmodus aufhalten. Dann wechsle ich das doch wieder. So, dann muss das jetzt halt so sein. Zu schreien, Link. So, für was ist das? Achso, Wind. Wind, damit ich auch wieder nach oben komme. Ah, in dem Raum kann ich mich noch zu gut erinnern. Was war das? Gamepad? Keine Verbindung? So ein Blödsinn. Thank you.
machen denn die Hände hier? Er hält mich irgendwie nur fest. Okay. Na gut, alles klar. Was los? Danke. Wir holen uns erstmal die Truhe. Und ein Zehner. Wow, klasse. Klassikowski. So, dann können wir nämlich jetzt die Blume abrupen. Das brauchen wir ja nicht mehr. Reicht noch, gut. Oh, sind das für ein riesen Raum noch? Also es gibt hier schon echt große Räume, muss ich schon sagen. Ne? Man denkt so, oh, dauert nicht mehr lange und dann geht er selber. Ey, du blödes, ich hasse diese Viecher, ey. Die sind so penetrant, ey, die kleben einen so an der Backe. Wahnsinn. Okay, hier mal Schalter. So. Bringt mir das hier unten was? Nein, eigentlich nicht. Also ich denke mal, der Raum, der ist hier schon echt schwer, wenn man nicht kennt das Rätsel. So, jetzt ist nur die Überlegung, reicht das? Müsste reichen, ne? Ich hoffe. Folgendes. Man nimmt die Bombe, feuert sie da rein. So tötet man diese komischen Rankenviecher. Gut, dann kann man halt hinterher springen oder man krabbelt hier durch, ne? Beziehungsweise man muss eh durchkrabbeln für den Rückausgang. Also für einen Rückausgang. Es gibt ja nur einen Ausgang. Also für einen Ausgang jedenfalls. Und da scheint wahrscheinlich auch der Masterschlüssel jetzt drin zu sein. Ah, schönes Rätsel. Ich nee, dort nicht, okay. Aber ich frage mich trotzdem, wie man auf so eine Rätsel kommen kann, ey. Das ist Wahnsinn. Hut ab vor den Entwicklern. Ja, deswegen liebe ich Zelda. Das ist ein echt schönes Spiel. Wirklich gut. Einer meiner Favoriten. Ah, guck mal, das Vieh hier oben. Diese Blume. Ist wieder da. Oh Mann, nee, ey. Gut. Müssen wir wieder nach oben. Und das noch Octorok. Den knallen wir auch gleich weg. Ich will endlich einen Bogen haben, Leute. Was ist Link ohne einen Bogen? Richtig, nichts. Ach, die Viecher klauen mir Energie, habe ich gerade gesehen. Okay, auch nicht schlecht. Die kommen immer wieder.
Aber das war eine gute Ausbeute. Nice. Gut, letzte Truhe, Leute. Hier gibt's erstmal einen Boss wieder, oder was? Nee, ein Rätsel. Ja, ist doch kein Ding, ne? Ist doch kein Ding. Jetzt wollen sie nochmal abfragen. Die Fertigkeiten hier. Ob man es auch wirklich gerafft hat, mit dem Bogen umzugehen. Jetzt nicht einfach loslassen, sondern hier schmeißen. Das haut die Richtung nicht hin. Okay, danke. Was guckt der denn da immer noch oben? Oh, da ist noch was. Hier ist der Ausgang. Der Rückausgang. Okay, der Ausgang. So. Nice, du hast den ultimativen, übelst großen Schlüssel, Mann. Oh, jo. Alter, ihr bringt euch ja selber um. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Danke dafür. Lässt er nicht zu. Dieses Sternchen, ey. Mit Items haben wir auf jeden Fall abgezogen. Das ist schön. Das ist schön, diese komischen Totenkopfketten, die kann man, glaube ich, auch für Geld verscherbeln. Was kann man eigentlich nicht für Geld verscherbeln, ne? Ah, Zelda-Universum dreht sich alles nur um Geld. Aber wo nicht, ne? Okay. Angekommen in meinem Lieblingsraum. Hehe, ihr könnt mir gar nichts. So, Endpost-Time. Halt. Erstmal Wind machen. Und jetzt springen. Oh, keine Magie mehr. Nein! Wo war der Endpost jetzt nochmal? Der war jetzt hier drin, ne? Ich gehe mal stark davon aus, dass der Endpost hier drin ist. Ja doch. Gegner sind schon platt. Nice. Alter, diese Kommunikation, ey, ich sitze direkt neben dem Sensor. Leute! Vielleicht habe ich hier einfach zu viele elektromagnetische Felder. Ja, vielleicht einfach das. Oh. Ich habe ich gebraucht. Kein Bock jetzt noch auf die, ne? Danke. Oh, lass mich da nur. Ab. So, wir gehen rein. Let's go. Up to the boss. Was war denn das? Achso, Makoros, ne? Wir suchen ja immer noch Makoros. Guck mal, da ist er. Makoros! Wo treibst du dich rum? Zack, eingesammelt und wir können gehen. Nee, so leicht ist es natürlich nicht. Oh, pass auf, komm nicht näher. Was? Ja. Weg ist er. Müssen wir uns beeilen, sonst ist er verdaut. So ein bisschen was von Ocarina of Time, dieser Boss in Lord Yabu Yabu, ne? Neben Walbauch. Na dann.
abchecken, wie der überhaupt ging. Hä? Warum prallt er ab? Gut, man kann natürlich vorher rausgehen. Wir machen es nicht. Let's go. Ja, schwer ist auf jeden Fall anders. Voll, voll daneben gesprungen. Link, du Assi, ey. Dieses Aiming-System hier ist nicht so geil. Ich kann es ehrlich sagen. Ja, also, ich dachte eigentlich früher mal, das Spiel ist so geil, perfekt, ohne jegliche Fehler. So langsam, je mehr Zelda man kennt und halt auch fortgeschrittene Spiele, merkt man so langsam, was hier noch doof im Teil war, beziehungsweise was sie irgendwie geändert haben. Was sie dann aber ganz schnell wieder in einem anderen Teil doch wieder zurückgeändert haben. Also das Kampfsystem, ich weiß nicht. Teilweise hat sie echt seine Macken. Ja, ich bin gleich tot. Hat irgendwas zu heilen? Ja, ein paar Herzen. Na gut, aber bis jetzt stelle ich mich ja doch gar nicht so doof an. Oh, das letzte. Let's say goodbye. Toll, der eine Schlag, ey. Kopf abgeschlagen. Aber ja, weiß, ne? Vielleicht können wir uns da noch so ein bisschen einfummeln. Weil früher konnte ich sie ja auch spielen, da hatte ich auch keine Probleme. Warum habe ich jetzt so große Probleme? Ich weiß es nicht. Das kriegen wir irgendwie noch hin. Kriegen wir noch gebacken. Auf jeden Fall will ich das jetzt erstmal nicht als Kriterium werten. So. Was du bist, der mich gerettet hat, werter Freund. Ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Als mich schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bis hierher gekommen, werter Freund? Was? Dekoblatt, Mann. Aber ja doch, heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Wir müssen schnell von hier entkommen, Mann. Ja, ja, so viel Zeit muss sein. Erstmal Herz hier mitnehmen. Bam. Okay, und jetzt geht's los hier. Na, kommt dann daher. Der kleine Dicke. Hier, den kennt man ja. Das andere Ableger noch kam ja öfters noch vor. Zack, da sind wir. Oh, Oma Groß, du bist wohlauf zurückgekehrt. Es tut mir so leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Gräme dich nicht mehr, Oma Groß. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Game, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm das hier als Zeichen meiner Danke. Nackpaket. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Alter. Tada. Yay! Du hast Faroris Diamant erhalten. Du hast ihn vom Dekobaum, dem Terra-Hüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Diamant dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird.
Aber, Makoros, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Oh, du hast recht, Mann. Wir müssen umgehen mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich dass ich euch alle habe warten lassen. Also dann, beginnen wir. Let's go. Werter Freund, game. Ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert gefallen. Ja, mal gucken. Hohoho. Freuen sich alle. Werde ich hier singen? Und ganz ehrlich, Mann, diese Viecher, die erinnern mich an diesen einen Film hier, mit der Wölfin da. Wer ist denn der? Mann! Von Ghibli Studios. Setz mich ein. Den Film, den kennt man, Alter. Den habe ich so oft schon gesehen und der liegt mir auf der Zunge. Warum fällt er mir jetzt nicht ein? Was ist los heute mit mir? Dekobaum. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Hey, dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Bis dann und leb wohl. Und dir auch. Alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Haut darin. Schön viele Bäume sehen. So, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind hier mit der Insel fertig. Er spielt hier noch ein bisschen Geige. Oh, ich danke dir wirklich für alles, Game. Wie hat dir das Konzert gefallen? Wie war mein Spiel? Dieses Instrument hat mir der Dekobaum geschenkt, als ich geboren wurde. Er scheint früher einem Menschen gehört zu haben und es hat viel Übung bedurft, bis ich so gut war, wie ich jetzt bin. Unsere anderen 8 Freunde haben sich wieder alle auf Reisen begeben, um neue Wälder zu züchten. Aber ich und der Alchemist Paienus bleiben auf dieser Insel. Du bist uns jederzeit willkommen. Ich würde mich sehr freuen. Warum arbeitest denn du nicht? Du musst über Geige spielen, ja? So, zeig mal her. Haben wir dieses Licht? Ja, doch, das Licht haben wir, okay. Gut, denn, da müssen wir auch nicht hin. Dann sind wir hier erstmal fertig. Dann düsen wir mal wieder Richtung, weiß ich nicht wohin. Würde uns ja jetzt das Boot sagen, wohin. Wir könnten auch Portemonnaie nochmal fahren. Jetzt eine Farbkamera holen. CX. Mal gucken. Guck mal, wir haben Post. Ja, sie haben Post. Ja, darf ich? Danke. Guten Morgen. Ich habe Post für Sie, Mann. Hier ist Ihr erster Brief. Okay. Die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unseren Dank gebührend auszudrücken. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du diese Sachen in deinem Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also ungeduldig herumzappeln, wirf doch bitte einen Blick hinein. Ich bin mir sicher, du hast noch eine lange Reise vor dir. Ich habe dem Brief eine Kleinigkeit für dich beigelegt und hoffe, dass es dir nützlich zu nützen sein wird. Bitte nimm es als kleines Dankeschön. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich dich wieder bei uns begrüßen kann. Ich wünsche dir alles nur erdenklich Gute für deine Reise. Gezeichnet Komores Vater. Komores Vater? Aha. Hat er keinen Namen? Ey, Mann, Herzteil, nice. So, Boot, worum geht's? Dann wurde diese Insel also auch von Garnon überfallen. Er wird doch nicht im Begriff sein, seine Macht wieder erstarken zu lassen. Game, der letzte Diamond verbirgt sich nordwestlich von hier. Verliere keine Zeit und setze sofort Kurs, Mann. Ja, das machen wir. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.